2018 im September. Unsere Tour sollte uns nach Korsika führen. Mit dabei sind Adi und Manfred, die unvergleichliche Transalp, wie immer auf dem Weg ins Allgäu. Wir lassen den Lech hinter uns und fahren auf das Hahntenjoch, die Verbindung in den Süden, die uns bis nach Imst bringt. Über der Kirche von Pschlaps reißt der Himmel auf. Wir überwinden das Hahntenjoch in 1894 Metern und fahren zwischen den Muren entlang nach Imst. Von Imst fahren wir ins Kühtai. Rechts von uns die Kalkkügel, leider noch von Wolken bedeckt. Von Mutters kommen wir auf die alte Brennerstraße und unterqueren die Europabrücke. Fahren dann auf der alten Brennerstraße durch Matrei mit seinen schön bemalten Häusern zum Brenner. Wir nahmen die Autobahn Richtung Süden, Richtung Gardasee und sind jetzt am Westufer unterwegs zu unserem Hotel La Teresina. Super gutes Frühstück im Hotel Terrassina. Auffahrt zur Brasa-Schlucht mit super schönem Ausblick auf den Gardasee.
Unten am See angekommen, kehren wir gleich wieder um, weil ein Stau uns den Weg versperrt. Die Schlucht also gleich nochmal in anderer Richtung bei sehr schönen Lichtverhältnissen. Ein paar schöne Eindrücke vom südlichen Gardasee. Weiter führte uns der Weg durch die langweilige Po-Ebene, aber ins dann schöne Piemont. Unser Ziel ist nun Genua mit seinem Fährhafen. Altstadt-Impressionen. Kultur. Mittelalter. Hafen. Fährhafen. Muss man erstmal finden. Dann aber kommt die Fähre. Für uns Moby Zaza. Wir schiffen nun um 6 Uhr auf der Moby Zaza ein und werden um 13 Uhr in Bastia ankommen.